Fuhren erstmals hier dieser Strecke runter. Ich habe ihn nämlich auch gefragt, wenn er das erste Mal da war, er hat selber also nicht mehr gewusst. Es war dieser 13. Januar, eine Kombiabfahrt, also da oben war er da noch nicht unterwegs, aber sowieso vor dieser unfassbaren Kulisse. Startkurve, wichtig, dass man dort hoch rauskommt, dass man da das Tempo mitnehmen kann. Auf den Russisprung, der geht heute ein bisschen. Wir haben gesehen, er hat ein bisschen zu früh gedrückt, hat dann auch ein bisschen gelüpft. Und da ist es wirklich die Flachstellen. So gut es irgendwie geht, es geht ja nie geradeaus, aber trotzdem, gleiten heisst es hier. Position fahren, gerade diese Kurve da ist ein bisschen unruhig, die schüttelt ein bisschen. Aber da sind die Profis im Griff und die ziehen da vorne. Mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Panoramakurve und dann vorbereiten. Hundschopf. Aufs Herzstück von dieser Abfahrt. Hundschopf jetzt, ein schöner Sprung. Jawohl, drüber. Schön drauf. Die ist auch ein bisschen unruhiger als gestern oder vorgestern noch. Hoch hoch, weil es hier anschlägt. Durchziehen. Jetzt schauen, welche Variante das wir jetzt sehen beim Kernäs. Gegenschwung-Variante. Ausgeprägter Gegenschwung. Ja, und ging noch ein bisschen früher drauf gegangen. Das war schon vorgestern bei vielen Athleten das Problem, dass sie bremst und das aber nachher doch fast zu früh den Ansatz gemacht hat, weil sie fast zu viel Tempo rausgenommen hat. Dieses kennen es mit der Wasserstation. Ja, da wären sich viel froh, wenn dort mal etwas passieren würde und das Essen nicht mehr das Essen wäre. Nicht alle finden irgendwann, auch in einer so langen Karriere, wie sie Adrien Théo schon aufzuweisen hat, eine Lösung für dieses kennen es. So lange Train. Jetzt geht lange Train mit der frühen Startnummer, heisst hier wirklich keinen Meter verschenken. Engste Linie probieren zu ziehen, weil das wird dann später von Nummer zu Nummer ein bisschen markierter. Aber gerade die ersten Nummern, die können da wirklich ihre eigene Linie abziehen. Hochgeschwindigkeitspass 150,4 bei Theo. Ja, heute das wird ein bisschen schneller sein. Die Schlusszeit ist sicher auch schneller, als beim Abschluss, beim ersten Training, das war, von ganz oben. Ja, da war diese Zeit relativ langsam. Es war noch weich auf der Piste, 1,30. Die schnellste Zeit im ersten Training hingelegt von Marco Odermann. Dann das Ziel S mit blauen Oberschenkeln. Ja, das wird heute das Thema sein, aber er ist jetzt unter und mit 2,28. Also, Trainingsbestzeit von Odermatt zum guten. Eine schnelle Schlusszeit gewesen. Mit 2,28 vom Theo toppen wir die heute. Nils Alleg. Ja, dann werden wir schon dezent mal einen Blick auf den Streckenrekord werfen. 2,24,23. Christian Gedina 1997. Weiter geht's nach Frankreich mit Frankreich. Allegra oben praktisch gleich schnell unterwegs wie sein routinierter Teamkollege. Weiter Sprung über den Hundschopf. Einer der schönsten vom ganzen Jahr. Ja, man sieht, es ist unruhig. Die Athleten müssen kämpfen, da, dass sie irgendwie eine Position finden. Schauen wir, ob das die Frankreich-Variante ist. Anstrengend. Da macht jeder etwas anders. Er ist besser gefahren. Hat ein bisschen mehr Geduld gehabt bei der Einfahrt, hat länger gewartet. Und im Moment scheint da die Grafik den Weg aufs Fernsehbild nicht zu finden. Ausfahrgeschwindigkeit aus dem Kernnetz 80,16 für Nils Alleger. Der hat die Sache also gut gelöst in diesem so komplizierten Kernnetz. Und jetzt wird so eine Kraftsache, Junge, nach 2 Minuten. Aber jeder pusht sich da noch. Seilersboden hin zum Silberhornsprung. Schauen, dass man schön über dem Ski ist. Nicht so wie gestern der Pentiro, dass er eben hinten rein drückt. Weil da ist man müde, da muss man wirklich noch mal konzentriert sein. Da spricht er rein in diesem Ziel. Rechts rum, links rum, runter. Empfangen wird man hier von vielen frenetisch jubelnden Zuschauerinnen und Zuschauern. Seither warten sie, die stolzen französischen Abfahrer, auf einen Sieg. Während in der langen Wartezeit der Franzosen die Amerikaner, die American Downhillers, wie sie sich mit nicht weniger Stolz nennen, einige Male gewinnen konnten. Oben schon ein bisschen Rückstand dazugekommen bei ihm. Da war die Startkurve sehr wichtig, die haben wir nicht gesehen. Er war ja im Training ganz schnell, aber da fehlt irgendwo der Speed von oben her. Ja, das Umsetzen vom ersten Training, wo er fast immer schnell ist, hin ins Rennen, das ist eine schwierige Geschichte. Gutes Tempo, wenig anstemmen. Ja, da werden wir jetzt bis Nummer
5 hoffe ich mal, dass der Müris jeder Erste ist, der dort wirklich durchzieht. Und sonst definitiv ab Nummer 8 werden wir dann dort sehen, was das Limit ist. Die Nummer 8. Und Marco Odermatt, der Sie fragen. Der Rückstand von Goldberg nach der etwas tiefen Ausfahrtgeschwindigkeit aus dem Kernen S folgerichtig angestiegen ist jetzt schon sehr groß. Ja, sehr aufrecht unterwegs, gerade hier junger. Da muss viel mehr Position noch möglich sein, auch wenn man müde ist. Da habe ich wirklich bei der Kamerafahrt auch noch ein bisschen probiert zu pushen. Hier. Der Marc noch ein bisschen vor eine Herausforderung zu stellen hinten dran. Aber die Piste ist hier wirklich ein Traum. Und das Ziel-S ist das Jahr auch relativ einfach zum Fahren. Es gibt nicht viele Kanten drinnen. Man kann wirklich den direkten Weg suchen. Unten kann man Zeit gut machen auf Leader Adviente. Oh, das hat schon Nils Allegre gezeigt, das bestätigt Ottmar Strieding. Der Opti ist heute heiß, sagte Florian Schieter in der Bahn heute Morgen zu eben diesem Opti, Ottmar Striedinger. Und tatsächlich Striedinger hier mit 2 Auftritten, die richtig gut waren. 8er in der Abfahrt vorgestern, gute 20er im Super-G gestern mit hoher Humpe und ein Riesenflug über den Hundschopf. Panorama-Kurve sehr gut gefahren, ist mit sehr viel Speed auf den Hundschopf gekommen. Jetzt schauen, ob es hier nicht zu viel achtertreibt, ob es Speed ausnutzen kann. Ja, das ist eben Gefahr, wenn man schneller kommt. Durch das hier natürlich kein Top-Speed. Und ein extrem langes Anstieg. Das braucht es nicht. Das braucht es nicht. Wenn man den Canadian Corner so verpasst, muss man dann reagieren und gnadenlos drauf beim Kernes. Das hat sich Striedinger trotz guter Ergebnisse gestern und vorgestern nicht zugetraut. Der Rückstand hält sich in Grenzen, muss man dazu sagen. Ich hätte erwartet, dass er grösser wäre. Ja, aber er ist ein anderes Kaliber als der Theo aktuell. Also von ihm hätte ich jetzt da schon erwartet, dass er bestzeit kommen könnte. Unten kann man zwar aufholen, aber beim Kernes, ja, hat es ihm wirklich durch einen Canadian Corner das Risiko ein bisschen weggenommen. Die französische Doppelführung scheint ungefährdet. Hier noch einmal, der Ski hat da gegriffen. Ziel-S, das zweite Tor im Ziel-S, nämlich das hier. Hat man ja noch mal nach links versetzt aus Fahrrichtung, um die letzte Kurve hier zu entschärfen. Auch er macht Zeit gut auf Adrien Theo, muss aber den beiden Franzosen den Vortritt lassen. Also so ganz recht hat Florian Schieder nicht gehabt mit seinem Tipp heute Morgen in der Wengener Alpbahn. Ja, hat jetzt ihn nicht gerade für ein Podest auf der Rechnung gehabt, aber so einen Top-10-Platz hat ihm schon zugetraut gehabt heute. Schöner Sprung. Lang werden vor der Landung, dass man abfedern kann. Jetzt Vollgas. Dermaßen gut in Folge. 4 Speed-Top-10-Ergebnisse in Folge. Was ist hier los? Russischsprung. AK-Start ist das, glaube ich. Weiter unten, stimmt. Eine Rücklage über einen Sprung, der hat einen leichten Kicker dort. Steht aber. Unverletzt aber. Ja, hoffen wir es mal. Mit der vergebenen Möglichkeit auf ein weiteres Spitzenergebnis. Der ist so gut drauf. In dieser Saison. Kann jederzeit kommen. Er ist herausgefahren, wenn auch nicht Podestplätze. Da oben super schnell. Diese langen Kurven, dieses Gleitkurvenfahren, das hat er meisterhaft absolviert. Der gröde Abschnitt von Wengen, sozusagen. Minschkante, wo Jos Minsch, der Bündner 1965 abgeflogen ist, runter auf die Wengen-Altbahnschienen geflogen ist. Es ist wieder ein anderer Preis, Bennett, als noch in Bormio. Dort ist er, glaube ich, zweitletzter geworden. Vorgestern 7. Abschnitt hier, in dieser Passage. Auch vorsichtig. Sehr vorsichtig, aber er hat taktisch ein bisschen probiert. Er bleibt unter 80 Ausfahrgeschwindigkeit. Ganz auf 80 ist es heute noch nicht geschafft. Ja, 55 Hundertstel. In dem Abschnitt, der ihm vorgestern so überraschend gut gelungen ist. Also eine neuerlich so gute Passage beim Kernen. Es hätte ihn heute mit dem Startabschnitt zu einem ganz heißen Kandidaten gemacht. Dass die Kurve ihm wieder etwas besser entgegenkommen. Aber jetzt ist es eine Kraftsache. Er ist sich nicht unbedingt gewöhnt, 5 Tage am Stück wirklich so eine Abfahrt nachzufahren. Und nach den beiden Trainings, nach der ersten Abfahrt, nach dem Super-G, ist es eben der 5. Tag hier auf dieser Strecke, den sie alle verbringen.
Gleich wieder die Gasse vorher mit dieser halben Sekunde. Unten sind die 2 Zehntel machbar. Silas Price Bennett. Kommt auch nicht an die beiden Franzosen heran. Dahinter ist es eng. Hinter diesen Franzosen Bennett exakt gleich schnell wie Gasse. Die beiden Teile. Vorgestern großer Triumph. Ja, jetzt sehen wir eine neue Kurvenlage. Kurvenlage bei Panoramakurve, Hundschopf, Menschkante, Kernes, da sehen wir jetzt eine neue Dimension. Im ersten Training, da oben, richtig, richtig schnell. Hier nicht ganz so schnell wie Theo. Das kann er wirklich anders. Da kann er so viel Speed mitnehmen. Top Speed. Gut gedrückt. Jetzt eng rein da, jawohl. Liegen Old Haar und drauf, gegen Uchen. Was? Und 16. Von hinten, das hat er heute gesehen, er wollte da ein bisschen mehr Platz lassen. Weltklasse war. Und jetzt da werden wir einen leichten Gegenschwung sehen und dann geht er gnadenlos drauf. Kleiner Gegenschwung und drauf. Jawohl. Ja, da klebt die Sekunde nicht schöner sitzen. Das ist ja Wahnsinn. P86. Das wie wir sehen. Das ist das Risiko, das ich gemeint habe. Das wird ja von anderen sehen. Jawohl. 1,4! Ja, das scheppert bei Sachen noch viel mehr. Der Speed nimmt er ja erst jetzt richtig mit. Sporten. Sowieso Kurven, die sind ja, ihm hoppig. Geradezu auf den Leib gescheitert. Eng ihn, jetzt schnell wechseln da, ja, Suchposition. Und da, schöner Wechsel, so ein bisschen vom Tor weg, egal. Jetzt noch Sprung. Ja, und jetzt gerade auch. Der Tacho geht drauf. Jawohl, über 150. Es sind fast. 1,69. Jawohl, dranbleiben. Noch schön führen gehen für den Sprung. Jawohl. Und das beherrscht er. Ja, das ist eine komplett neue Dimension hier. Ja, das ist klar gewesen. Das geht gar nicht anders. Das ist nicht anders machbar. Jetzt Ziel S, enge Hockey. Jawohl. Und drauf. Oder mal, das ist ein so. Husarendritt gewesen. 2,3 immer da ungefähr. Jawohl. Super. Und das 2,26. Aber bitte sehr. Und Präsident durchs Näpfli. Und er hier. Ja, was war das denn jetzt? Ei, 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 ei. Ja, das ist eine andere Dimension. Und auf Ansage, es geht nicht anders. Und Theo, seine Fahrt war solid, aber die vier, die jetzt kommen, und nach dem Odermatt noch die drei, das ist eine andere Liga, die jetzt kommt. Der lag ja da wie ein vielversprechendes Puzzle. Nur passten die Teile viele Jahre lang nicht wirklich zusammen. Jetzt haben sie sich zusammengefügt zu einem Bild eines unglaublich risikobereiten, technisch höchst beschlagenen und superschnellen Athleten. Da oben der Vergleich mit Odermatt. Oh, 13. rausgeholt im Vergleich zwischen diesen beiden Techniken. Er ist ein super Gleiter geworden, aber da weniger Speed gehabt. Die 13. sind vielleicht noch nicht ganz weg, aber schon viel. Ja, 1200 sind weg. Oh, ja, ja. Oh, aber noch 3 Fehler verhindert. Ja, ja, Risiko ist rum. Nein, er reizt es dermaßen aus. Jetzt, gestern da schon 6 Sekunden. Lichten, Geduld, er war ein bisschen früh. Ja, er war nicht Odermatt. Er war nicht wie beim Odermatt. Ausfahrtempo, trotzdem leicht über 80. Also, nächster Vergleich mit Odermatt. Es ist jetzt ein Rückstand von 21 Hundesten und Odermatt hat nirgends nachgelassen. Im Gegenteil. Nein, hier ist wieder ein bisschen geleitet. Das ist das, was der Sarrazin natürlich auch wieder beherrscht. Aber er kommt mit ein bisschen weniger Speed. Also, viel zum Aufholen ist da wahrscheinlich nicht vorhanden. Erst dann wieder ab der Geländekante, die jetzt kommt. Aber auch er hat sehr eng nachgefahren. Rängste gsi bis jetzt. Wie sieht's hier aus? Ja, ja. 16 Hundertstel! Das Duell der beiden Titanen. Ah, Hundertstel. Oi, drückt ne. Nein, das war das nicht die gewünschte Linie. Nein, nein, nein. Ja, da kommt Kraft ins Spiel. Aber ich meine, hinter Odermatt gibt's ja dermaßen viel Platz. Ja, und Platz 2 müssen wir gerade nicht diskutieren. Auf Odermatt noch mal was gut machen. Sarrazin sicher auch in diesen Passagen ein Maßstab. Aber Speed fällt. Ja, zweiter Rang.
Obermatt schlägt Sagazin, der ein französisches Trio hier anführt im Klassement. Und er, ich meine, in Bormio beim Abfahrtsieg, gestern beim Super-G-Sieg, da ist er auf der äußersten Kante gefahren und alles ist aufgegangen. Das, da oben ein bisschen was rauszuholen auf Odermatt. Seit seine Schuhprobleme behoben sind, ist Paris eigentlich wieder der Alte. Opa, schnell. Aber die Kurven kommen natürlich ihm viel weniger entgegen als am Odermatt. Aber er hängt sich auch ein bisschen. Schöner Sprung, das kann er. Ja, 44 Hundertstel verloren. Nur in dieser Hundschopfpassage. Ein Paris in grosser Form hält ja da auch nicht mit Odermatt. Nein, da geht jetzt Zeit verloren. Hundschopf, Minch und jetzt auch Ernest. Da mag er natürlich die anderen zwei nicht mithalten. Da ist die Technik von den anderen einfach eine Spur besser. Ein bisschen mehr Tempo hätte ich ihm gewünscht, dem Domme, um da wirklich auf der Höhe zu sein von Odermatt und Sagazin. Das gelingt ihm nicht ganz. Er ist allerdings mit großem Vorsprung auf den viertschnellsten bei dieser Zwischenzeitmessung der drittbeste. Und dann die Drohne. Eine Renndrohne muss es natürlich sein, weil das hier sind permanent 100 km/h mindestens. Ja, dadurch ist sicher um die 120, sage ich sogar, weil dann baut man ja die auf bis 150. Ja, da muss die Drohne auch ein bisschen fliegen. Und der Drohnenpilot was drauf haben. Dominik Paris, nächster Vergleich. Es sind 1,5 Sekunden geworden. Es ist aber immer noch Rang 3 hier. Aber das ist immer noch der dritte Rang. Ja, das ist eine andere Zeitspanne, die wir da ganz vorne haben. Und da kommt noch die nächste Nummer, die vielleicht der Rolle kann mitspielen kann. Und dann wird es dann schon sehr schwierig. Das ist dann Kilde, aber konzentrieren wir uns auf das Ziel von Dominik Paris, der im zweitletzten Sektor fast nichts mehr verloren hat, auf Marco Odermatt, der offensichtlich sehr gut gefahren ist. Da unten bleibt unten. Sogar verloren kann. Die beiden, die respektieren einander für das, was sie gegenseitig an Können sehen da. Ja, und herrlich, die Gespräche nachher auch. Bei jedem sprudelt es so richtig im Kopf. Keiner kann aber wirklich etwas sagen. Alexander Kilde, leider gesundheitlich angeschlagen. Und so ist er die personalisierte Startrakete. Da oben nur ein paar Hundertstel vor Odermatt. Er hat heute aber den besseren Eindruck hinterlassen als gestern. Rein so körperlich, er fühlt sich wieder ein bisschen fitter. Aber es ist halt schwierig, wenn dann nur 2-3% fehlen. Auch er mäht da dieses Tor, Einfahrt Canadian Corner nieder. Ja, und Odermatt ist in Überform. Und er ist einfach der Beste in dieser Kurve. Und da mag keiner nachher. Nur ein leichtes Anstellen, also viel Selbstbewusstsein ist damit unterwegs. Gerade beim zweifachen Lauberhorn-Sieger Kilde, der zweimal auf verkürzte Strecke gewonnen hat, natürlich noch so gern einmal von ganz oben, von der Lauberhorn-Schulter weg, gewinnen würde. Ja, da geht es wieder darum. Es werden wieder die drei von den letzten zwei Tagen, werden sich das Podest voraussichtlich auch wieder ausmatchen. Ist es wieder Kilde auf Rang 3, wie schon vorgestern und gestern? Ja, für einen Fahrer kann er da nicht mehr, die 19.000 da unten nicht mehr möglich. Da leicht weg war Rodi aber auch. Kilde gegen Paris. Boah, das ist eine ziemlich enge Geschichte hier. Und jetzt geht's an die Energiereserve. Ja, da geht's um einen Podestplatz. Aktuelle Moment. Dritte Position. Ah, das wird knapp. Da darf er sich keine 13 an zusätzlichem Rückstand. Ja, natürlich, wenn man krank ist und raus wird das immer zäher. Man sieht, er ist nicht ganz der Chef von den Ski aktuell. Ja, drückt hier das. Ja, genau, das ist es. Ja, das ist eben der Fehler. Wenn man krank ist und auch unten raus Kraft, man hat es ja genau gesehen, die letzten 30 Sekunden, das hat man immer mehr reingedrückt. Ah, hoffentlich ist da nichts. Wir zucken hier im Ziel, Dominik Paris. Wie gehen Sie persönlich damit um, wenn sich ein Athlet verletzt, wenn er stürzt? Ja, es ist nicht schön. Es ist nicht schön zu sehen, dass er sowas passiert hat. Aber ich kann auch nichts ändern.
sagen wir so. Das ist einfach Teil des Sports, den man halt akzeptieren muss, den Sie seit Kind auf wahrscheinlich auch kennen. Ja, ich glaube, jeder ist im bewusst, wie gefährlich der Sport ist. Und man denkt eigentlich nie dran, erst wenn es so weit ist und wenn es passiert nachher. Denkt man nochmal nach, wie gefährlich es eigentlich ist. Es hat gar keinen Platz im Kopf vor dem Start oder in der Nacht oder so, überhaupt nicht? Nein, eigentlich nicht. Überhaupt, wenn du gut drauf bist, gut fährst, dann denkst du überhaupt nicht drüber nach. Vielleicht, wenn du eine schwierige Saison hast oder schwierige Momente, dann kommt eher ein bisschen die Emotion hoch. Aber normalerweise, glaube ich, kann sich keiner darüber Gedanken machen, bis es wieder passiert oder dass man es live sieht. Sind das auch Themen, die man im Team gar nicht bespricht, zum Beispiel am Abend beim Essen oder beim Frühstück? Das hat gar keinen Platz. Oder im Sommer mal irgendwann? Nein, eigentlich nicht. So Sachen werden eigentlich nie besprochen. Und man will auch nicht drüber reden, weil wenn sie das mal im Kopf verankert, dann ist sowieso nichts. Reden wir noch über das Sportliche, obwohl das natürlich in diesem Moment gerade jetzt absolut zweitrangig ist. Platz 3 im Moment, wie zufrieden mit Ihrem Lauf? Ich bin eigentlich sehr zufrieden, also was sie geleistet haben, bis auf den, ich glaube, im Brückli ist wieder sehr viel Zeit verloren, aber der Rest war eigentlich okay. Logisch, wenn ich jetzt auf den Abstand schaue zu Nodi, ist das schon enorm, aber ja, was soll man machen? Muss man einfach schneller fahren. Manchmal ein bisschen sprachlos, was Marco Odermatt angeht, als Konkurrent. Ja, sprachlos sagen wir ja. Man muss ihn Hut ziehen, dass er die Leistung so auf den Punkt bringt. Und man sieht einfach die Lockerheit von ihm und das Selbstvertrauen. Das ist einfach im Moment so enorm, dass es ist einfach nicht erreichbar für andere. Diese Lockerheit, die sieht man auf der Piste, die sieht man aber auch neben der Piste. Wie nehmen Sie ihn dort wahr, als Konkurrent? Nein, ist eben, wenn man die Lockerheit hat, nachher kann man das eigentlich genießen. Man ist außen wie auf der Piste einfach locker drauf. Und natürlich will man auch sicher ab und zu ein bisschen in Stress entgehen, aber auf jeden Fall, man sieht, dass es ihm Spaß macht beim Fahren und dass er einfach sich gerne auf dem Limit bewegt. Absolut, und es macht auch Spaß, ihm zuzusehen. Ihnen natürlich auch. Besten Dank und sind wir gespannt, wie weit nach vorne das Ihre Fahrt reicht. Dankeschön, Dominik Paris. Danke. James Crawford, der bringt so vieles mit, was ihn hier auf dieser Strecke schnell machen kann. Es geht weiter, ein Vorfahrer hat die Strecke befahren, alles okay. Das Rennen wird weitergeführt. Die Startkurve. So unscheinbar und so wichtig. Du hast es uns im Vorprogramm erklärt, weil das Tempo dann von hier bis zum Hundschopf von dieser Kurve lebt. Leichte Rücklage beim Russisprung und dann kommt dieser AK-Start, also AK für alpine Kombination. Ja, ihn hat sogar ein bisschen Druck gehabt bei Startkurve. Jetzt kann man dann schauen, ob das ein Indiz ist, ob das dieses Jahr wirklich einen Unterschied macht oder auch nicht. Weil er ist wirklich ein bisschen tiefer rausgekommen, als die wir gesehen haben. Er verliert auf 14 Sekunden auf Marc Odermatt. Die Strecke hat jetzt eine Weile sozusagen Sonnenschein erlebt. Das wird in der Regel nicht beschleunigend wirken. Da hat er einen Aufsetzer. Ja, er hat vorhin noch fast so einen Schlittschuhschritt müssen machen. Ja, auch da nicht letzte Konsequenz gehabt zum Durchziehen. Lage am Canadian Corner, wo er diese Konsequenz hat vermissen lassen. In der ersten Abfahrt am Boden kurz. Wenig Tempo auf das Kernennest, da braucht es auch nicht so viel Vorbereitung. Ja, ist nicht einfach nach einem so langen Unterbruch, wie wir jetzt gerade hatten. Konzentration oben halten, eben Mühe zu die Athleten. Und dann nachher gerade wieder, wenn es heisst, ja, jetzt 2 Minuten, los geht's, wirklich bei 100% überziehen. Die werden ihre Batterien laden müssen. Heute Abend wird entschieden, wann in Kitzbühel das erste Training gefahren wird, ob Dienstag oder Mittwoch. Vielleicht gibt es einen Erholungstag zusätzlich, falls erst am Mittwoch mit dem Programm in Kitzbühel gestartet wird. Crawford leider chancenlos, da schon über 3 Sekunden zurück. Auch das Tempo nicht dort, wo es beispielsweise bei Odermatt war oder bei Theo, der hier mit 150 angeschossen kam.
Oh, da drückt es noch. Dann wird es hier auch eng. Jetzt die US noch einmal konzentrieren. Ja, da hat er sich ein bisschen Reserve gegeben. Etwas hohe Körperposition, kein Risiko. Er hat weiter geht's mit Florian Schieder. Ausgezeichnet fuhr er vorgestern, verpasste das Podest, die Zeit von Kilde nur um 0,13 Sekunden. Ja, ihn hat heute noch viel auf der Rechnung für ein gutes Resultat. Und mit 14. da oben. Eine Frechige. Da hat er Speed mitgenommen. Und weg. Ja, das Lauberhorn. Ja. Die Menge hat es bestmöglich gegeben, dass am Donnerstag da eine super Abfahrt stattfindet. Aber für die Athleten ist das einfach dann schon sehr ein Mammutprogramm. Vincent Kriechmeier, zweifacher Lauberhorn-Sieger. Noch tief rausgekommen. Heute Morgen wieder ein bisschen lockerer drauf gewesen, als gestern. Das ist mir auch aufgefallen. Winter. Gestern 11., vorgestern 13., das ist ja nicht so schlecht, aber auch nicht das, was er sich vornimmt. Ja, gestern, das Resultat ist jetzt natürlich mit dem 11. Platz nicht das, was er will, aber er hat gemeint, er sei wieder Ski gefahren und er hat auch wieder mal etwas probiert. Wie sieht es da oben aus? Er kommt mit Vorsprung in die Panoramakurve und weshalb heißt die Panoramakurve? Okay, braucht keine Erklärung. Ja, solid gefahren. Er ist ja Edeltechniker auf der Abfahrt. Von hinten gekommen. Ja, hat er ein bisschen Modi abgeschaut. Der Rodi ist dort auch ein bisschen von hinten gekommen. Ein bisschen mit weniger Power natürlich wie der Rodi. Ein Gegenschwung, nicht allzu viel rausgenommen. Ja, und hat noch ein bisschen Geduld gehabt, um mich zu fahren. Ja, Top Speed hat er auch nicht gerade. Und so fehlen 1,26 Sekunden. Es ist der Kampf um Rang 3, denn bei dieser dritten Zwischenzeit ist Kriechmeier auf Position 3. Ja, mit dem müssen wir uns abfinden, dass der die Sekunde steht. Da wir werden nicht mehr unter die Sekunde kommen bei der dritten Zwischenzeit. Da kommen sie heute auch nicht ganz an das Tor her. Es wird sich ein bisschen mehr abfinden. Stand da auch lange auf der Kante, bevor es da runter in den Haneck-Schuss ging. Es sind jetzt 1,7 Sekunden und es ist Zwischenrang 5. Braucht also einen guten Finish, um hier auf dem Podest zu stehen. Da die Linie wird weit. Ja, eine Kraftgeschichte natürlich. Der Ton drückt es heute. Das Tempo ist hoch. Eben, es ist 5 Sekunden schneller als im Training. Nicht mehr ganz letzte Konsequenz gewesen. Das mit dem Podest wird nichts, aber es ist Rang 4 für Vincent Kriechmeier. Strenges Programm. Er hätte wieder Kitzbühel, hätte nicht morgen Slalom. Johannes Strolz, finde ich das jetzt okay, wenn er heute auslässt. Genau, auslässt. Der trainiert Slalom heute. Aber sonst, ja, finde ich auch ein bisschen speziell. Weiter geht's mit Nils Hintermann. Da oben, das muss was für ihn sein. Da kann er eine schnelle Zwischenzeit hinlegen. Jawohl. Tut er auch. Jetzt eine gute Panoramakurve. Mutig bleiben. Hundschopf runter, kontrollierter Absturz. In der Zwischenzeit. Und gegen Buchen ziehen. Und hören Sie das Volk hier. Was muss das für ein Gefühl sein? Ich weiß nicht, ob er hier Ohren hat dafür. Ich hoffe es noch. Drauf. Jetzt tief bleiben hier wäre möglich. Ja, tief bleiben ist er, hätte aber ein bisschen auf innen schieben müssen. Tief war da leider auch das Tempo bis auf 71 runter und nur auf 75,9 wieder hoch. Wie sieht es bei dieser Zwischenzeit aus? Ja, das Jahr, das Brückli-S ist ihm noch ein Dorn im Auge, das Jahr. Gestern im Super-G hat er es gut erwischt, hat dort die 10. beste Abschnittszeit hingelegt, ist ihm leider heute nicht noch einmal gelungen. Er hat doch gemeint, im Super-G einen Top-20-Platz, das ist für ihn positiv, also hätte ich das positive Resultat heute wollen mitnehmen. Runter in den Haneck-Schuss. Ja, das kann er eigentlich, Tempo aufbauen. Also 1,9.
Schon noch ein tolles Ergebnis möglich für Hintermann hier, wenn der Finish gelingt. Ja, wirklich. Nochmal zusammenreissen. Der Sprung ist er vorne. In den letzten drei Zwischenzeiten auf Position 7 gelegen. Echter Drift gehabt, hier auch noch gerade ähnlich. Nils Hintermann. Er fährt gut, er fährt auch heute gut, aber er fährt nicht ganz dahin, wo er hin will. Er, der sich bleibt. Stefan Rogentin, nächster unterwegs, der ist da oben nicht so weit hinter Odermatt. Und Schopf, 41 Grad Gefälle hinter der Kante. Ja, fährt ein bisschen frecher rein. Dafür drückt es ihn ein bisschen weiter nach. Wie wirkt sich das tempomässig aus? Ja, er hat den Russenski verloren gehabt, bevor er in die Altwerk kommt. Nur 100,6. Zweimal einen Drift gemacht. Zuerst ein Stemmer und dann noch ein Drift. Das Tempo ist okay. Schwenker nötig. Gestern im Super-G mit Rang 9, bestes Saisonergebnis. Die Abfahrtsresultate, alle um Rang 20 herum, ein bisschen drüber, alles zwischen 21 und 26 in vier Abfahrten. Und dann nochmal das letzte probieren rauskitzeln irgendwie. Aber man sieht heute schon, die Positionen sind einiges aufrechter als noch vor zwei Tagen. Ja, diese 45 Sekunden an zusätzlicher Laufzeit, die machen schon viel aus. Elfter Rang für Stefan Rogentin, das vielleicht ein bisschen bemängelt. Die Kommunikation, klar, es ist wichtig für Athleten zu wissen, wann es ungefähr weitergeht. Haben wir gestern leider viel Zeit gehabt, darüber zu diskutieren, während dem Unterbruch nach dem Sturz von Alexi Berntjero. Ryan Cochran-Siegel mit einem ausgezeichneten Start. Die erste Abfahrt gehabt. Im Super-G hat es noch nicht ganz so geklappt. Nach der ersten Abfahrt hat er im Ziel gejubelt, wie wenn er aufs Podest gefahren wäre. Sechster Rang, bestes Saisonergebnis. Da ist viel Tempo verloren gegangen. Ja, aber da hat es irgendwie noch fein lösen können. Ja, kommt doch wieder auf 78,9. Nicht das Super-Tempo, auch nicht allzu tief, so ein Zwischending. Ja, aber fast zwei Sekunden. Sind dann halt eben doch viel. Ja, gerade bei der Einfahrt ins Kern hat es viel Tempo rausgenommen gehabt. 150,4, noch schneller als Adrien Theo. Ausfahrt Hanekschuss. Ski würde laufen. Guter Abschnitt war da mit dem Speed, den er hatte. Ein Ergebnis wiederum in den besten 10 ist möglich für Ryan Cochran-Siegel. Ja, keine Schwierigkeiten hier. Der hat noch Kraft für den Finish und holt sich zwischen Rang 8 hier. Und werden, was dann irgendwo die Sache ein bisschen verfälscht. Romet Baumann ist unterwegs. Sehr viel Rückstand oben schon gerade. Es ist brutal. Echt, die Deutschen tun mir richtig leid. Die haben 168 Punkte auf dem Teamkonto. Alle Speedfahrer in Abfahrt und Super-G zusammen. Es gibt 16 Athleten, die haben allein für sich mit ihrem noch kurzen Weltcup-Winter schon mehr Punkte geholt als das gesamte deutsche Speed-Team in allen Speedrennen zusammen. Die befinden sich in einer ziemlich tiefen Krise. Ja, und da haben wir wieder ein bisschen gestellt gehabt. Aber der Speed fällt schon oben, Ausfahrtspeed, Speed fällt. In Gröten bei der ersten Abfahrt fuhr Romet Baumann auf Rang 9. Das beste deutsche Speed-Ergebnis der aktuellen Saison. Danach ging es leider auch für ihn nicht mehr in ähnliche Ranglistenpositionen. 1,92 ganz genau. 14 Athleten sind unten im Ziel klassiert. Baumann bewegt sich auf Position 15 bei sämtlichen bisher gemessenen Zwischenzeiten.
Chargy sehr quer gestellt. Auch im Ziel S noch den ist Einfahrt, Ausfahrt, überall sind sie quer gewesen. Es ist brutal. 5. Es ist wirklich komisch, dass das nicht so geht. Cameron Alexander, erinnerst du dich an die Abfahrt 2020? An ihn? Also du erinnerst dich natürlich an diese Abfahrt. Schließlich hast du sie gewonnen. Also bei den vielen Interviews und. Die Chance ist gross, ja, möchte mich nicht mehr erinnern. Damals ist Cameron Alexander in eben dieser Abfahrt, die Foyts gewonnen hat, zum ersten Mal in die Abfahrtspunkte gefahren. 19. wurde er mit Startnummer 42. Gute Erinnerung für ihn an diese Strecke. Gute Trainings, keine guten Rennen bisher. Das Umsetzen von den guten Abfahrtstrainings vorgestern und gestern in die Rennen, das hat nicht geklappt. Gute Ausfahrtgeschwindigkeit aus dem Kernen ist. Das hat er offensichtlich gut gelöst. Tempo da unten eigentlich auch gut. Eilersboden, das ist die Stelle, die am meisten gefährdet ist durch die Sonne. Schieferschnitte. Nach dem Silberhorn, der Wechsel. John Cugera, Abfahrtstrainer der Kanadier. Komischer Sturz, was ist ja. Da passiert? Kante irgendwie, hat es aber nicht gesehen. Was? An der gelben Flagge vorbei. Ich glaube, ich habe es gesehen, die gelbe. Vielleicht ist sie nicht geschwunken worden. Dann die nächste, wer der erste lange drängt. Er muss ja sicher abgewunken werden. Ja, auf jeden Fall. Aber den werden wir jetzt hier auch noch sehen, weil die nächste ist irgendwo, glaube ich, richtig lang und drei nachher. Du, der fährt und fährt, also Langenthrein kommt ja jetzt dann ja, nach Frank, dieser Passage hier durch das Tunnel. Er muss wieder rauf. Also ja, je länger er fährt, desto ja, brutaler. Da haben sie ihn jetzt abgewunken, aber lange war er unterwegs. Also bis aufs Podest fehlt halt einiges. Ist über eine halbe Sekunde, aber immerhin, der Rang sieht schon besser aus als in den Rennen zuvor. Hat er gleich Ski an den Füßen, wie er in Gröden hatte, als er Sechster geworden ist. Hast du abgeklärt, hä? Das habe ich abgeklärt. Der bin ich up to date. Der Servicemann, der lange die Rennmaschinen von Beat Voits schnell gemacht hat, der ist jetzt an der Seite von ihm hier. Hat mir auch heute für die Kamerafahrt meine Ski noch mal präpariert. Das ist schon sehr nett. Er hat auch schon seit einigen Jahren immer die Skis von Marc Berto für seine Kamerafahrt bereit gemacht. Sepp Kuppelwieser, vielen Dank, du lieber Kerl. Er war sehr zufrieden, auch mit dem 6. Platz. Er hat jetzt 3 6. Rennen in dieser Saison. Einen in der Abfahrt von Gröten mit eben diesem Ski. Und dann in den Super-G. Oh! Korrigieren. Was hier alles läuft in diesem Rennen, das ist echt verrückt. Bei besten Bedingungen. Ja, wir sind immer noch bei den Top 30 Athleten. Das gibt's ja nicht. Ja, die Matten funktionieren gut. Der Airbag ist schon auf. Alle Sicherheitsinstallationen heute haben perfekt funktioniert. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es richtig gestellt. Und ja, Alex Simone. Probiere es auf jeden Fall. Der liebt wegen auf jeden Fall. Im letzten Jahr hier 10. Zum ersten Mal hat er sich in den Top 10 eines Weltcuprennens präsentieren können. Vorgestern 12. Also er kann das, was es hier braucht. Mittlerweile hat die Sonne schon ziemlich lange die Lauberhornstrecke beschienen. Viele der 4270 Streckenmeter. Und was da oben möglich ist, ist jetzt natürlich auch wieder ein Zeitchen her, wo die Sonne eben geschienen hat. Sehr viel Zeit verloren. Das ist ziemlich gut. Das Rennen ist jetzt schon anderthalb Stunden alt. Der erste Fahrer, Theo, ist vor anderthalb Stunden gestartet. Ja, und möglicherweise beginnt hier eine ganz neue Zeitrechnung.
Vielleicht ist mittlerweile ein Rückstand von 3,5 bis 4 Sekunden eine gute Leistung. Wir müssen das ein wenig im Auge behalten, um den Leistungen der Athleten gerecht zu werden. Ja, so wie wir davor auch schon geredet haben, heute muss man nicht auf den Zeitrückstand gross schauen, wirklich auf die Platzierung muss man schauen, weil mit der kann man heute etwas anfangen, die Zeit muss man ein bisschen außer Acht lassen. Ja, gerade für so einen jungen Athlet jetzt doch vier, fünf Unterbrüche schon bis zu ihm gegeben. Ja, so einen belastet das natürlich auch, wenn einer da 30-jährig ist. Doch schon ein paar Jahre dabei ist, der kann vielleicht auch noch ein bisschen Angst damit umgehen, wenn er jetzt gerade so einen jungen Jahrgang 2000 der Alexis. Ja, knackt das sicher schon ein bisschen mehr. Er, der ja zum Ende des letzten Winters, seines Aufstiegswinters gestürzt ist in Aspen, das ist ihm noch ein bisschen in den Knochen gesteckt, auch zu Beginn des aktuellen Weltcup-Winters. Alex Simone, irgendwas zwischen 15 und 20 am Ende dieses Rennens wäre eine sehr gute Leistung, eine neuerlich starke Leistung von ihm. Er holt sich zwischen Rang 15 im Moment. Und wir haben für Sie ein Interview mit Nils Hintermann, dem ausgezeichneten Siebtklassierten. Stells Rennen, Nils Hintermann, ein emotionales Auf und Ab. Sie haben aber relativ lang müssen warten. Wie ist das gesehen? Ja, sehr schwierig. Wir sind sehr schlecht informiert worden, aber wir haben eigentlich nicht genau gewusst, was ist. Darum haben wir überhaupt keine Zeitangaben gehabt, wann geht es jetzt wie weiter. Auf einmal hat es dann auf dem Nichts geheißen, ja, 2 Minuten geht ein Vorfahren. Dann haben wir gedacht, ja gut, nach dem Vorfahren, dann wird es einfach ein normales Intervall. Dann ist aber dort dann auch wieder nochmal ein verlängerter Intervall gewesen. Es war ein bisschen Ghetto gewesen, da oben am Start. Und durch das habe ich ein bisschen, persönlich ein bisschen Mühe gehabt, um wieder vor allem im Kopf die Spannung wieder aufrecht zu erhalten, wieder neu ein bisschen aufbauen. Bin dann trotzdem eigentlich gut rausgekommen und alles in allem ist es eigentlich ein Teil Erfolgserlebnis. Wir haben vorhin auf dem Sender gerade so ein bisschen diskutiert, Stefan Hofmeiner zusammen mit dem Bert Feutz, ob das Sinn macht, die 3 Rennen da, wie stehen Sie dazu? Ja, ich habe gerade meine Meinung dazu geäussert. Wir haben es gesehen, es ist der längste Super-G, die längste Abfahrt heute. Es ist alles sehr spät. Auch die Abfahrt am Donnerstag ist nicht so mega kurz. Es ist auch fast 1,45 rum, also länger als das Beaver Creek zum Beispiel. Es ist eine brutale Belastung und es sind extrem lange Tage. Wenn man jetzt also die letzten Tage irgendwie um 2:30 fängt zu Mittag gegessen, muss man Kondi machen, Physio, Regenerationszeit bleibt eigentlich sehr wenig. Und leider Gottes hat es ganz viele ganz schlimme Stürze gegeben. Am Alexi gute Besserung, natürlich am Marco gute Besserung. Ich hoffe, sie kommen alle schnell, sehr, sehr schnell wieder zurück. Aber es ist irgendwo durch wahrscheinlich schon auch ein Zeichen. Auch wenn man ganz brutal muss sagen, es sind vielleicht Fahrfehler. Aber die Fahrfehler sind irgendwo durch die Pisten, die Präparation, durch die Sprünge gewisse, ein bisschen erzwungene Fahrfehler. Sie hatten ja auch so eine Szene, gehabt, wo Sie ins Ziel gekommen sind. Da sind Sie gerade mal angelegt. Ist das auch so ein Ausdruck von einer, ja, von einer Erschöpfung, einfach blau gewesen? Ja, extrem. Der obere Teil heute kostet extrem viel Energie, weil es geht eigentlich fast alles in der Hocke. Sehr statisch eigentlich, trotzdem schlägt es immer wieder. Die Sprünge gehen sehr weit, also gerade der russische Sprung, Ackersprung geht sehr weit. Und dann Minschkant, der Canadian Corner, ist dermaßen unruhig. Es ist so ein Kampf, um dort irgendwo so ein bisschen die Zentralität auf dem Ski zu erhalten können, damit man vorne kann bleiben. Und das ist so ein Kraftakt dort. Und darum, ja, so unten im Ziel. Nachher ist es wieder gegangen, aber wenn man da in Silberhorn landet, dann denkt man so, also an dieser Stelle, danke vielmals Martin, danke vielmals Matt fürs Konditraining der ganzen Sommer, hat sicher geholfen. Aber jetzt freue ich mich definitiv, wenn ich schnell 48 Stunden erholen kann und dann stehe ich wahrscheinlich schon wieder das erste Training in Kitzbühel an. Was heisst das Erholen für Sie? Einfach mal Bein hoch, ein bisschen Pause oder gar nichts machen? Weil eben Kitzbühel wird auch wieder extrem anstrengend. Ja, extrem, extrem anstrengend. Ich glaube, es wird ein Mix zwischen Schlafen und so ein bisschen Laktat aus dem Bein rausfahren auf dem Velo. Aber ganz sicher nicht irgendwie große Sprünge irgendwo machen. Also es ist sicher ganz gemütlich, morgen dann heim und dann das erholen, was nur irgendwie geht.
dem Fall gute Erholung und alles Gute in Kitzbühel. Dankeschön. Merci, ja. Merci. Nils Hintermann. Unterdessen Adrian Seyerstedt unterwegs. Und der ist schnell unterwegs. Also diese 1,48 Rückstand, die bedeuten zwischen Rang 3 für den Norweger. Schafft er hier eine Sensation? Jetzt ist das Foto gerade noch gut gefahren, hat doch gepasst. Jetzt ist der Vierte. Die Zeit von Paris, 2,27,56. Ja, wenn der Sommer kann durchziehen kann. Reingestellt, hat Kraft. Seyerstedt. Und was ist das? Vierte Rang. 28 Hundertstel hinter Paris. Und das ist eine gigantische Leistung von ihm hier. Ja, die ganze Hunger braucht alles.